Morgen. Kannst du noch einen guten Morgen vorlesen? Morgen. Guten Morgenlied. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Lumen fand's fantastisch. Hast du so schön. Danke. Ich kann nicht lügen. Mann, hör auf! Wir haben ein besonderes Exemplar. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Samstag, wieder einmal. Es geht so schnell, es ist unglaublich. Den Ton auf Mono zu stellen, ja, habe ich schon probiert. Das funktioniert leider nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Brauche ich noch ein extra Soundprogramm oder so, aber das habe ich nicht. Das ärgert mich auch ein bisschen. Vielleicht kann ich die Spuren doppeln oder... Naja, aber ich habe noch nicht so viel Zeit. Naja, ich werde das irgendwie hinkriegen. Warte, denn nicht einer drüben. Jetzt kommt der erste Kunde nämlich schon. Machen wir mal Licht an, damit das aussieht, als wäre man jetzt schon da. 8:58. Wir fangen an. Was gibt's heute Grauseliges in der Welt? Zeig, Titel. Zeig mal bitte den Titel. Ja, ja. 300 Euro, ja, wie man noch gehält, weil alle so faul sind zu arbeiten. Genau. Ich dachte, als ich natürlich war, kommt das einer nach 18 Jahren, 19 Jahre da, die Rad bricht der Olle um und hört ab, ich kann der rüber. Der hat keinen, der ist schon geflüht, also ist schon, wie sagt man so schön, Asylant und registriert überall, ja, ich weiß auch nicht. Nee. Es ist halt ein Scheiß, Alter, wirklich, das ist nicht schön. Hallo. 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 Was für ein Scheiß. Ach, ich bin ja froh, dass ich keine Zeitung und kein Fernsehen habe. Wirklich. Dann kriegt man nur schlechte Laune. Ja, furchtbar. Wenn man mal zu gute Laune hat, dann kann man sich die Zeitung durchlesen. Jetzt mal wieder Samstag und Kellertreppe fegen. Es ist wieder Samstag. Fertig. Es gibt tatsächlich einen Auftrag heute. Es ist unglaublich. Es ist so ruhig für einen Samstag. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt der erste Auftrag. Und es ist schon spät. 12 Uhr gleich. Unglaublich. Teil 1 auf der Reparaturliste ist ein Kabelbinder, um dieses Plastikgehäuse zu machen. Uiuiui. Jetzt tausche ich den Zug hier aus, weil der war total ausgefranst, hingen nur noch ein paar so Seelen, arme Seelen. Das muss neu. Hier muss die Endkappe raus. Jetzt ist die Endkappe noch drin. Soll ich die behalten, da drin? Wenn sie nicht rausgeht, behalte ich sie. Bevor ich sie auch nicht rausbekomme, behalte ich sie da drin. Ist das Metall? Oh, die ist Metall. Dann behalte ich sie. Metall ist gut. Plastik hätte ich rauspopeln müssen. Aber Metall ist gut. Metall ist toll. Das ist gut. Ich lass mal. Aus Platz.
Auto? Ja, ja, Kfz. Ja. Ja, aber viel Platz. Und dann kann ich... ja. Aber hier, hier, kein Platz. Und? Ich überlege, ob ich die Fliehkraftkupplung gleich mal mache. Ich glaube, die muss natürlich straffer sein eigentlich. Ja. Ja, damit sie dann... Na klar, mit der Zeit kommt sie immer früher, weil ja. Der Feder ja ausleiert. Ja. Ja. Dann musst du ein bisschen mehr Spannung nochmal aufheben. Ja, ja, genau. Okay. Wunderschönes Mieter da unten. Gekocht für 15 Euro, ja. 3 Tage Schaden, komplett im Arsch, alles. Das ist ja dann für eine Ersatzgarnitur. Ja, du ja. Pflegst es ja auch nicht besonders. Nee, soll's ja auch. Soll ja auch nicht. Ja, das ist auch schön. Klassisch, habe ich eine Dreigangnabe hinten drin gebaut, dann muss ich noch einen Schalter ranbauen. Damit man so BMX, wie nennt man es denn? Könnte man es nennen, BMX Cruiser oder so. Eigentlich eine Vermietung. Und immer wenn er vermietet war, kam sie zurück, Alter, mit strahlenden Gesichtern, ne? Die Kiddies fanden das geil. Ja, schön, hat Spaß gemacht. Also, ja, die Eltern zuerst immer so, wenn du mit dem Ding rauskommst. Ist ja eher so. Oh, ja. Ne? Die wollen ja so Schnassi-Basi-Räder. Mhm. Ich sage, das ist ein richtig guter Trakt. Musst du erst drüber reden, aber die Kinder mal rein ruf. Und los! Ach, mal wie geil das aussieht unter dem ganzen Fett. Wie neu. Schön konserviert. Piercing macht so ein Piercing raus. Sensativ. Hier, komm, zeig. Ja. Glass on the streets, ja. Is a oh, richtig spitze Glase. Spitze Glase, hä? Hey, hast du gemacht rein in die Mantelle? Hm. Spitzenglas. Baccarat. Warte. Ja, normalerweise. Ja, muss so aussehen, sonst zapsarabski hier, dann sind die gleich weg. Jetzt hast du mir gesagt, dass du es geklaut hast. Nee, nein, ich hab's nicht aussehen. Ja, so, verdeckter Ermittler. Genau. Die funktionaler Tisch, ne? Ja, volle Tisch. Also so Tische haben manchmal so Vorteile, ne? Man sitzt dran, isst drauf, irgendwie so. Lecker drauf. Man wickelt das Kind auf dem Tisch. Was? So was ja. Machst du? Welches Kind wickelst du auf dem Tisch? Der Alex in seine, wenn er seine Phase hat, ja. Wieder, bitte wickel mich, Andrea. Ja, genau. Nee, die wird nur schief gewickelt. Ah, oh. Oh, schief gewickelt. Oh. Sollten wir, mein Vater immer sollten wir Brückenpfeiler werden. Ja. Miss Tackleberry. Mir ist gestern gesagt worden, dass wir Probleme mit meinem Mieterrad haben. Im Endeffekt ist mir gesagt worden, dass da innen ein paar Personen ist, die man das Rad austauschen muss. Und das wird halt 40, 70 Euro kosten und mein Rad hat 70 Euro gekostet. Ja, aber investier mal, weil das ist ja mehr wert. Also kann man auch ausgeben. Ja. Das ist jetzt kein komischer Preis oder so. Das ist halt also die Preise. Musst du mal. Kann man checken, wo ist denn? Keine.
Ja, was soll ich jetzt machen? Das eine ist fahrbar, wunderbar. Okay. Du musst, ist das, das ist okay. Ja, yes. Also du musst die Kette. Ja, und der hatte aber auch so eine Aufklebersätze für Fahrräder. Und dann gab es einen, der war natürlich für mich prädestiniert, der war Alexander. Irgendwo schon okay. Nee, natürlich. Die anderen machen neben 30. Na eben. Also die sagen, die angefangene Stunde ist angefangene Stunde. Gucken wir mal, ob wir das korrigiert kriegen. Wolfgang Petersen! Ja, das nimmt da gleich wieder aus! Ich hab noch geraten, die wollt euch nicht geheiern. Die Meisterticks hier. Die Meisterticks. Langweilig ist mir zu Hause. Der hat mich doch geweckt, ich hab so schön nicht schlafen. Ach, dann spritzt den Wolfgang nicht voll, dann glänzt der. Das hat er schon gleich gemacht. Ja. Musst du dich abpolieren wieder. Wolfgang, erzähl mal einen Schlag aus deiner Jugend. So schlimm wie die. So schlimm war die. Da. Nicht in Stottern gucken. Im Moment fällt mir nicht ein. Im Moment fällt mir nicht ein, sorry. Hast du momentan den Menschen? Ja. Heftig, ein Hebel. We have to sign. The Galavers. Yes. A sign in the air for YouTube. So, Alex ist schraubt hier. Chilenischer Nebenjob. Und wolle sonst seinen Oberarm. I found him. Wer? Somewhere inside the blue box. Listen this. Boom. Das kriegt nie hin, ey. Das kann sowas zentrieren, also wirklich. Ich hab da mal eine Frage. Ey, normalerweise würde ich es dir schenken, wenn ich es mir leisten könnte, aber ich kann es mir leider nicht. Ja, ohne Scheiß! Hast du 4 Euro in Münzen? Das geht dann an zugute. Ich kann keine Münzen rausheben, kann ich nicht machen. Ja, du brauchst ja Münzen. Nee, oh, Münzen, alte Münzen, die immer. Die gibt's ja später. Was? Hast du ein 2-Euro-Stück? Nee, 2 Euro. Wie kann man denn kommen? Schuldet dir 2 Euro. Ja? Nett. Auch schön. Hast du, schon mal so ein Kleingeld da? Ja. Ja, deshalb. Und das ist für 2 Euro gab. Abiturgeld oder was? Das ist einfach nur für ganz normales Schulgeld. Ach so, ja. Und da habe ich ja oben schon meine Büchse und jetzt habe ich hier unten angefangen mit dem Ding. Und die 1 Euro Stücken sind dann für Lumi, für die nächste Generation. Ja.
Oh, ist das furchtbar. Draußen ist so eine Hitze. Oh gut, ich glaube, wir haben fast ja nichts gemacht. Jetzt mache ich hier ein Hollandrad, Hinterrad, Schlauchwechsel. Mehr Blabla heute als alles andere. Und ja, die Dame will Rabatt, aber ich weiß nicht, was ich für Rabatt geben soll. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal schauen, was die anderen nehmen. Oder so, und guck da mal, was ich da nehme jetzt in Zukunft für Hollandrad, Hinterrad. Ich habe eigentlich keinen Bock, das zu machen. Das ist so viel Arbeit immer. Und so dauert so lange. Und dann bist du so geklemmt an diesem einen Rad und kannst kein nichts anderes machen. Na, gucken wir mal. Naja, also 25 bis 30 Minuten braucht man auf alle Fälle dafür. Eine halbe Stunde für so ein Ding, um das ordentlich zu machen. So, meine Schwiegermutter ist gerade an mir vorbeigelaufen, ohne mich zu grüßen. Die hat nicht gesehen, dass ich hier im Keller sitze. Jetzt sieht man nach oben und werde mal einen richtig asozialen machen. Mal gucken, was sie sagt. Oh, jetzt kommt der Chef. Hier ist schon in Ordnung, hä? Ja, aber so richtig gut präsentieren hier. Ja, hab ich auch schon gesagt. Das ist schlimm. Ich bin auch so kaputt vom Schwimmen. Ja, hier arbeiten. Hallo, moin, moin, hallo. Warum fährst du denn so rum? Weil es unbequemer ist? Genau, provisorisch. Da muss noch ein anderer Lenker her. Das ist noch nicht ganz so das, was ich will. Naja, klar, weil das ist schon der für die bequeme Körperhaltung nach oben natürlich. Ich weiß, und deshalb passt der aber nicht. Also ich hätte ihn schon gern so rum, aber halt mit viel weniger gebogen. Also ja. Das halt. Hast du noch nicht, oder was? Den Lenker? Nee, habe ich noch nicht. Hast du sowas hier? Nee. Mal gucken. Ja, nee, hab ich auch nicht. Ich hab keinen Bock auf Leute, die immer sauer sind, wisst ihr. Nee, ich kann meinen. Du willst aber nicht meine Warum, ja? Nee, weiß ich nicht, genau, nee. Weiß ich warum. Wir haben alle Instanzen damit da gesprochen, wollen wir machen, ja? Was wolltest du denn machen? Ja, im Keller, ja. Was willst du denn machen im Keller? Wir wollten ja mit die Bank bauen. Aber er hat doch kein Holz gefunden. Nein, ich hab doch auch da gehabt. Zehn Bretter, alle gefällt ihm nicht. Ich hab da was beleuchtet, hab da gesagt, oh, da muss er auch doch mal mitmachen, machen. Ich kann da nicht 50 Bretter, aber ich wüsste ja, was der denkt alle. Das gefällt ihm nicht. Naja. Naja, was soll ich denn machen? Dann nimmt er die Baumstämme hier vorne, also nicht den hier vorne, aber die anderen beiden. Macht da was draus. Ja. Jetzt haben wir alle. Jetzt komme ich mal dazu, mir die Tasche anzugucken, was du mir gegeben hast. Habe ich noch nicht reingeguckt. Nee? Nee. Ja, ich muss das ja, ja, muss ja einräumen. Der Junge, der Profi. Siehst du? Das ist schön. Risky Business. Schlechteste Film mit Tom Cruise, Risky Business. Hast du auf der Straße, war? Hast du das gefunden? Ja. Aber der erste Film mit. Ich hab ja kein erstmal Bier, hab ich schon, und ich guck mir sowas ja nicht, ich seh sowas nicht.
Da kann ich, das ist mir zu grausig, das verstehst du gar nicht mehr. Salmonberries, ab 15 Jahren. Ab 15 Jahren? Was ist denn das für eine FSK, ey? Kannst du angucken, ist nicht zu grausig, ist ab 15. Na trotzdem. Reine Nervensache 2. Ja, ja. Mal gucken. Mir stimmt noch, da kann ich mich ein bisschen von dir erholen. Das ist doch so. Naja, so grauselig ist die Welt ja nur ohne. Nee, so hat er nicht gemeint. Schau mal fern, was will er hier? Oh, wie gut. Ja, ja. Hm. Nee, warte. Naja, hier, Fernauslöser. Das war früher so ein Auslöser. Mit Fixierschrauber. Zack. Konntest du nicht auslösen. So ein Aufwand macht auch nur Tommy. So ein hässliches Blech hier. Das beule ich jetzt noch aus. Weil ich an Recycling glaube. Hat zwei Beulen, immer hier. Und immer irgendwo hier am Ende, hier. Nicht. Ich möchte nicht hier mal so auf den Turm richten. Oh, Mensch, ja, das ist was. Oh, das wäre was, wa? Ich. Hier ist so ein kleiner Hammer. So ein ausgebeult ist es. So einfach ihn nicht. Was sagst du dazu? Ja. Ja, ist fertig, ist ausgebeult. Ja, gut. Wie neu. So, jetzt wie neu ist es natürlich noch nicht. Was muss man jetzt noch machen? Polieren. Jetzt poliert der Idiot das auch noch. Mann, ist der blöde, Alter. Ja, wirklich. Was für ein Pfosten, ey. Pass auf, ich poliere das Blech jetzt. Polierst das Blech. Hat sie das gelohnt? Nee. Habe ich sie gemacht? Ja. Jetzt in der Mitte zerbiegen und weg in den Müll. Nee, das ist doch schön, wa? So. Schön Blech. Sieht hier aus wie neu. Naja, fast. Du bist ja einzig hier. Da hast du ein bisschen einen neuen Hof hat. Naja. Ich hab's in Köln. Ja. Na ja, vor der Stündchen noch 20 Minuten, 5 nach 9, da kannst du zumachen. So, jetzt mache ich Schluss. Hier mit der Kamera. Tommy macht Feierabend. Genau. Also bis dann. Wir sehen uns. Ciao.